Moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler66, Stunde der Wahrheit. Heute, Montagabend, 14. Mai 2018, habe ich mich eingefunden, um die 28. Lesung des Buches vor mich zu nehmen, oder mir vorzunehmen, besser gesagt, von Karl Theodor Griesinger, von der verborgenen Geschichte der Jesuiten, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Nein, von der vollständigen Geschichte über die Jesuiten, ihrer offenen und geheimen Wirksamkeit, von der Stiftung des Ordens bis jetzt, wo wir jetzt ja schon einige Sendungen beschäftigt sind, uns damit auseinanderzusetzen, wie die Jesuiten damals es angefangen haben, vom Süden in Deutschland hereinkommend zu probieren, den Protestantismus oder was sie so gerne das Ketzertum nun nennen, umzustürzen und das eben auch oftmals schaffen, dadurch, dass sie sich eben direkt in die, ich sage jetzt mal, Regierungsplätze reinsetzen und dass sie eben hauptsächlich die Regierenden unter ihr Fuchtel haben und es denen immer wieder gelingt, auf dieselbe Art und Weise im Grunde ihre Ziele zu erreichen. Ob sie jetzt in Indien sich niedergelassen haben und ihre Missionen errichtet haben oder ob es Japan, wo es nicht ganz so glücklich war, gelaufen ist oder China, ob es Afrika war oder Amerika oder Frankreich oder Spanien, was wir bis jetzt hier auch schon in Italien, in Europa gelesen hatten, jetzt sind wir in Deutschland und wenn man heute in 2018 auf die Geschichte zurückguckt, dann muss man wohl zu dem Schluss kommen, dass sie auch in Deutschland ziemlich erfolgreich waren. Die größten Erfolge haben sie sich damit eingeholt, dass sie erstens den Ökumenismus verbreitet haben und dass sie zweitens natürlich die antichristliche Lehre verbreitet haben durch Ribera, Francisco Ribera, der 1591 dieses veröffentlicht hat, wobei das natürlich eine Lehre ist, die schon längst in der römisch-katholischen Kirche bekannt war. Aber es wurde dann eben nach außen gekehrt, dass man die, sage ich mal so, dass das Spotlight vom Vatikan, vom Papsttum nehmen konnte, weil im 16. Jahrhundert hatten alle Ketzer erkannt, dass der Papst oder das Papsttum der biblische, historische und prophetische Antichrist ist. Und die Jesuiten können natürlich ihre Arbeit nicht perfekt erledigen, wenn die Leute noch weiter mit dem Glauben oder in der Überzeugung leben. Ich habe heute Abend auch wieder Verstärkung bei meiner Lesung hier. Das ist wieder mein Bruder Michael aus Deutschland, den ich herzlich willkommen heiße, der sich nochmal eine Stunde heute loseisen konnte und uns begleiten wird in dieser Lesung. Hallo Michael, herzlich willkommen und wie geht's dir? Abend, Abend ist jetzt ab heute meine Begrüßung, habe ich mir mal so ausgedacht. Ja, hallo Jörg, hallo liebe Hörer und Mitverfolger von Joggler66 und ich hoffe, dass wir heute Abend mehr erfahren, speziell in der Nachhilfe sozusagen in deutscher Geschichte, die uns nie beigebracht worden ist. Ja, das ist ein wichtiger Punkt, dass diese Geschichte natürlich, wo wir auch hingehen, ausgelassen wurde. Das kriegen wir nicht in der Schule gelehrt, das kriegen wir nicht in Universitäten gelehrt, das kriegen wir nicht in unseren normal zugänglichen Bibliotheken gelehrt, das kriegen wir sicher nicht im History Channel oder sonst irgendwo auf irgendwelchen sogenannten Fernsehkanälen, die Geschichte verbreiten, gelehrt. Die Dinge, die man hier gelehrt bekommt, wenn man diese Bücher liest, das ist die Wahrheit, die sich auch viel mehr an die Bibel anlehnt. Und da ist natürlich immer noch die einzige Wahrheit zu finden. Von daher nicht unwichtig, dass wir das nochmal eben erwähnen. An der Basis einer jeden Studie muss erstmal das Wort Gottes stehen. Und erst wenn man darin fest ist, dann kann man probieren, mit anderen Studien die Erfüllung der biblischen Prophezien in der Vergangenheit, in der Weltgeschichte zu finden. Und dazu dient unter anderem natürlich auch dieses Buch. Weil je besser wir die Werkweise des jesuitischen Ordens begreifen, desto besser wissen wir, wie sie funktionieren, warum sie funktionieren, wie sie funktionieren, warum wir funktionieren, wie sie wollen oftmals. Ja? Lernen gegen das Lernen, Indoktrination, Manipulation, spirituelle Übungen, die ja auch auf uns ständig losgelassen werden und so weiter und so weiter. Aber gar nicht groß jetzt eine Verzögerung, eine lange Einleitung machen. Wir fangen jetzt an. Wir lesen auf Seite 283. Da hatten wir letztes Mal aufgehört und ich gehe jetzt auch nicht nur irgendwie mal ein bisschen zurück, weil wir sind hier im zweiten Absatz und da kann man schön anfangen, da zu lesen und das werden wir dann jetzt auch tun. Ihren ersten Zweck, sagt der Autor, den Rücktritt Wolfgang Wilhelms zum katholischen Glauben, hatten also die Jesuiten erreicht
und nun konnte es ihnen auch nicht schwer fallen, ihre zweite Absicht, die Ausrottung des Ketzertums in den pfalz-neuburgischen Landen, durchzusetzen. Konvertiten treten ja gewöhnlich als wütende Eiferer für den neu angenommenen Glauben auf, um der Welt zu beweisen, dass es ihnen mit ihrem Übertritt ernst gewesen sei. Und Wolfgang Wilhelm machte keine Ausnahme von dieser Regel. Deswegen versicherte er auch schon wenige Tage nach seinem Übertritt den Papst Paul V. in einem eigenen Sendschreiben seiner unbedingten Ergebenheit und setzte dann wörtlich hinzu, dass er entschlossen sei, Zitat, das Luthertum auszurotten, der römischen Kirche Säule zu sein, die Freistellung der evangelischen Religion abzuschaffen, das Äußerste gegen die Protestierenden zu tendieren und ihr Verderben und Untergang zu suchen. Ende Zitat. Umgekehrt aber, und eben hierdurch bewährte er sich als einen der echten Zöglinge der Jesuiten, scheute er sich auch nicht zwei Monate später bei seinem Regierungsantritt seinen lutherischen Untertanen die unverkümmerte Bewahrung ihrer Glaubens- und Gewissensfreiheit in einer eigenen Urkunde feierlichst zuzusagen. Denn sonst hätten ihm diese Leute nicht gehuldigt. Und überdem, was lag denn an einer solchen Aussage, wenn man die Gewissheit hatte, sich jeden Augenblick von derselben entbinden lassen zu können? Ha, ich will's jedoch kurz machen. Gleich nach seiner Ankunft in Neuburg, der Hauptstadt seiner väterlichen Erblande, im Februar 1615 übergab er die Schlosskirche den beiden Jesuiten Jakob Reihing und Anton Welser, seinem und seiner Frau Beichtvater, und nun ging's mit allem Eifer an die Austreibung des Luthertums. Die Mittel aber waren dieselben wie in Donauwörth und anderswo, nämlich Verjagung der protestantischen Pfarrer und Lehrer, Absetzung aller widerspenstigen Beamten, Bedrückungen aller Art gegen solche, die im Ketzertum ausharrten, und Begünstigung derer, welche zur Alleinseligmachung übertraten, also zum römischen Katholizismus. Diese Mittel, besonders auch eine starke Einquartierung in den Häusern der Renitenten, erwiesen sich meist als probat. Und sowohl die Neuburger als auch die Bewohner der übrigen Ortschaften des Fürstentums wurden schon nach wenigen Monaten oder doch Jahren mürbe. Wenn aber je das zum Äußersten gebrachte Volk einen Aufstand erregte, ei, dann war es Rebellion, und gegen solche brauchte man sofort die blanken Waffen. Auf diese Weise gelang es dem Luthertum sowohl im Neuburgischen als auch im Fürstentum Jülich, in welchem sich Wolfgang mit Hilfe der Liga behauptete, das Fürstentum Kleve, wegen dessen er katholisch geworden war, erhielt er nie, sondern dieses blieb bei Kurbrandenburg, in verhältnismäßig kurzer Zeit den Garaus zu machen, und die Jesuiten hatten also alle Ursache zu jubeln. Nicht minder machte es ihnen Freude, dass ihnen der Herzog, seinen geliebten Jakob Reihing zu gefallen, in verschiedenen Städten seines kleinen Reiches, besonders in Neuburg und Düsseldorf, Kollegien gründete, denn es war dies doch wieder ein bedeutender Zuwachs zu ihrer Machtstellung, und zwar ein ihnen umso lieberer, als sie nun Gelegenheit fanden, von hier aus auf die benachbarten protestantischen Ländereien ihren Einfluss auszudehnen. Seinem geliebten Jakob Reihing, dazu finden wir in der Fußnote folgende Information. Ich kann nicht umhin, sagt der Autor, den Leser bei dieser Gelegenheit mit der Tatsache bekannt zu machen, dass der genannte Reihing später selbst zum Protestantismus übertrat. Wegen seiner Polemik gegen die Protestanten nämlich sah er sich genötigt, die Bibel genau zu studieren. Na, da hat ja wohl der Heilige Geist seine Hand im Spiel. Und dadurch wurde ihm über seinen bisherigen Glauben ein solches Licht angezündet, dass er sich in Tübingen anno 1621 zu den Evangelischen wandte. Auch wurde er an besagter Universität Professor der Theologie und blieb dorten bis an das Ende seines Lebens. Na, das ist doch wunderbar, dass man hier mal hört, dass jemand, der sich mit dem Ketzertum, wie sie es nennen, damit dann so intensiv beschäftigt, um die eben als falschen Glauben bloßzustellen und vernichten zu können, durch die Heilige Schrift und den Heiligen Geist überzeugt wird, dass er im Grunde falsch ist
und dass die sogenannten Ketzer und die Heilige Schrift richtig sind. Also dann kann man den Jakob Reihing ja schon fast vergleichen mit einem Saulus, der zum Paulus wurde. Na? Aus der bisherigen, du darfst übrigens gerne einen Kommentar geben, wenn dir dazu einer einfällt. Ja, ich bin am Augenblick nur eigentlich baff erstaunt, weil ich ja weiß oder glaube zu wissen, dass 1598 dieses Ratio Studiorum rausgekommen ist, dass er die Professur behalten hat. Ja, nun, es ist ja nicht, weil das Ratio Studiorum rauskam, und ich weiß gar nicht, ob das jetzt 1598 war oder auch schon früher in Fuge war, weil man darf ja nicht vergessen, die Jesuiten haben sich ja sofort, nachdem sie an die Macht kamen, damit beschäftigt, ihre Universitäten und Lehrstühle und Schulen zu gründen und zu übernehmen und haben da überall Lernen gegen das Lernen, also die Medici-Lehrmethode eingeführt. Also, da hattest du letztens eine Lesung zu gemacht, ne? Das war glaube ich 1563 oder so, diese Bulle In Junctum Nobis, ja, die war 1543, Bulle bereits. 1543, also 3 Jahre nach Gründung, ja, noch unter Antichrist Paul III., der die Jesuiten ordiniert hatte. Nein, der Punkt ist, das Lernen gegen das Lernen ist also, diese Medici-Lernmethode ist von den Jesuiten also mit in die Wiege gelegt worden. Aber es hat ja immer durch die Jahrhunderte Leute an Lehrstühlen gegeben, die nicht 100% dem Glauben übergetreten waren. Aber dass man das gerade in der Zeit hat, weil wir sprechen hier über die Zeit des Dreißigjährigen Krieges, ne? Anfang des 17. Jahrhunderts, ne? Der Dreißigjährige Krieg wütete ja zwischen 1618 und 1648. Und ich glaube, wir hatten noch gerade hier gelesen, irgendwas von 1620er Jahren oder was, dass das in der Zeit war. Also es ist ja dann mitten im, ne, in Tübingen, also 1621 zu den Evangelischen wandte. Und dann noch in Tübingen, das finde ich nun erstaunlich. Ja, genau. Weil genau. Tübingen eine jesuitische Universität ist, von Jesuiten geleitet, dass er sich da dann behaupten konnte mit seinen Lehren. Ja gut, umso besser. Wie gesagt, da hat der Heilige Geist seine Finger im Spiel. Ich meine, Gott gebraucht ja auch seine Feinde, um sein Ziel zu erreichen. Ne? Muss man ja auch mal so sehen. Und hier hat er wieder einen bekehrt, vom Saulus zum Paulus. Das ist doch eine wunderschöne Sache, wenn man solche Zeugnisse hiermit liest. Weißt du, auf die Art und Weise, Michael, bleibt einem ja auch noch ein bisschen Hoffnung in der Zeit, in der wir heute leben, dass wir ja auch vielleicht noch hier und da jemanden überzeugen können, wenn der sich endlich mal mit dem Wort richtig beschäftigt, weil das ist doch eigentlich ein schönes Beispiel, was uns hier von dem Reihing gegeben wird. Es steht hier ganz deutlich, dass der sogenannte Reihing später zum Protestantismus übertrat, wegen seiner Polemik gegen die Protestanten. Ja, da machen wir ja nun mehr als genug von mit. Polemik gegen Protestanten, Polemik gegen das Wort Gottes, Polemik gegen die Videos, die ich hochlade und solche Dinge. Das besteht ja ständig. Sah er sich genötigt, die Bibel genau zu studieren, und dadurch wurde ihm über seinen bisherigen Glauben ein solches Licht angezündet, dass er sich in Tübingen zu den Evangelischen wandte. Also da gab es ja anscheinend damals in Tübingen auch noch Evangelische, obwohl es eine jesuitische Universität war. Ja? Er wandte sich in Tübingen zu den Evangelischen. Obwohl es eine jesuitische Universität war, gab es halt in Tübingen anscheinend auch noch Protestanten. Hat er sich ja dran gewendet. Also ich finde das schön, ich finde das eine wunderbare Hoffnungsbotschaft im Grunde, die hier in begriffen ist. Das finde ich sehr schön, um zu lernen. Ja. Nun, aus der bisherigen Darstellung des Treibens der Jesuiten in Deutschland sieht man, dass nur sie es waren, welche zu einem großen Vernichtungskampf gegen das Ketzertum hindrängten. Denn vorher, ehe sie kamen, hatte zwischen Katholiken und Protestanten tiefer Frieden geherrscht. Ja, aber da kann ich ja nun wieder nicht umhin. Da müssen wir uns doch nur eben daran erinnern, was im Eid der Jesuiten steht. Die Jesuiten werden auf die Gegenden, Staaten, Städte, Länder losgelassen, die den Frieden genießen und die Erfolg haben mit ihrer Wirtschaft und alles, eben weil sie in Frieden leben und da Zwietracht zu säen. Das ist die erste Aufgabe der Jesuiten, wie wir aus ihrem Eid gelernt haben. Also von daher fährt der Autor auch fort und schreibt, die Letzteren also trifft keine Schuld, die allein ausgenommen, dass sie sich nicht gleich zu Anfang, als die ersten gewaltsamen Bekehrungen jesuitischerseits in Szene gesetzt wurden, mit den Waffen in der Hand zur Wehre setzten
und Gleiches mit Gleichem vergalten. Tja, da muss ich dem Schriftsteller, also dem Autor, jetzt ein wenig widersprechen. Wir sollen nicht materielle Schwerter in die Hand nehmen und töten und Gewalt ausüben, sondern wir sollen das Wort Gottes gebrauchen. Ja? Und ich bin überhaupt nicht damit einverstanden, wenn er hier sagt, die Protestanten trifft nur insoweit Schuld, als dass sie nicht gleich Waffen genommen haben und die Jesuiten rausgeschmissen haben. Nein, das ist keine christliche Handlung. Ja? Das ist zwar verständlich, dass man erstmal so denkt, aber von einem solchen Autor sollte man annehmen, dass er so fest in der Bibel steht, dass er begriffen hat, dass Jesus Christus zu uns gesagt hat, oder dass die Bibel zu uns sagt, in Epheser Kapitel 6, Verse 10 bis 18, was es heißt, den ganzen Harnas des Herrn anzuziehen und mit den sieben Waffen des Herrn zu kämpfen und nicht mit irgendwelchen Schwertern, die wir in der Hand halten, oder Pistolen oder Gewehren oder Kanonen oder wie auch immer, auf die Art und Weise, wie halt normalerweise hier mehr oder weniger Krieg immer geführt wird. Das ist nicht unsere Sache. Ja? Und da muss ich dem Autor hier leider ein wenig widersprechen. Das finde ich nicht in Ordnung. Aber sie hätten natürlich mehr oder weniger auch nach der Bibel leben müssen und das nicht nur sagen, sondern auch wirklich tun. Also mit anderen Worten, die Taten bei den Worten tun oder den Worten Taten folgen lassen. Und je mehr es dann gewesen wären, die sich wirklich zur Bibel bekannt hätten, desto schwieriger hätten es die Jesuiten auch gehabt, nicht militärisch, aber mit ihrer Indoktrination und Infiltration dagegen vorzugehen. Aber das ist eine ziemlich unnötige Diskussion, die wir jetzt hier vom Zaun brechen könnten über diese Sachen. Ich bin jedenfalls auf jeden Fall nicht damit einverstanden, dass der Autor hier sagt, dass die Leute gleich Waffen in die Hand hätten nehmen müssen und Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Wir hatten ja kurz vor der Aufnahme da nochmal drüber gesprochen, dass Michael heute auch diesen Satz sich hat anhören müssen, ja von, ach die Bibel, ist das nicht da, wo drin steht, ein Auge um ein Auge und Zahn um Zahn? Tja, wenn man das natürlich so interpretieren will, ja, natürlich, dann ist es das. Aber man muss sich vielleicht manchmal um den tieferen Sinn dessen bemühen und die Dinge nicht oberflächlich sehen. Nun, auf jeden Fall fahren wir mal eben fort. Hätten sie dies schon bei den ersten Protestantenhatzen im Fuldaischen, Mainzschen und so weiter getan und hätten sie sich insbesondere bei der erzbischöflich-Kölner Affäre nicht das Zeugnis der größten Zerrissenheit, wenn nicht gar Feigheit, ausgestellt, so wäre der Mut der viel kleineren katholischen Partie nicht mit jedem Jahre gemachten und nimmermehr hätte es nimmermehr hätte in den Bischofssitzen von Paderborn, Minden, Münster und so weiter, nimmermehr in Innerösterreich, in Donauwörth und Pfalz-Nennenburg das geschehen können, was geschah. Eine allzu große Passivität und Energielosigkeit, ein allzu eingefleischter Loyalitäts- und Untertänigkeitstum gegen die Gesetze und die kaiserliche Majestät, ich muss dies wiederholen, ist der einzige Vorwurf, den man ihnen mit Recht machen kann. Die eigentliche Aktion aber ging rein bloß von den Söhnen Loyolas aus. Und auf ihnen liegt also alle Verantwortung für den wahnsinnigen Gräuel des nun folgenden 30-jährigen Glaubenskampfes. Doch, zur Sache. Die verschiedenen Vorspiele hatten die Welt auf die kommende Tragödie hinlänglich vorbereitet, und es dürfte also nun den Jesuiten an der Zeit zu sein, mit dem Trauerspiel selbst zu beginnen. Allein, wie konnten sie dies, solange sie nicht die oberste Leitung der Geschichte Deutschlands in den Händen eines Fürsten, befand, der einer doch solch furchtbaren Aufgabe gewachsen war. Er musste ein Mann sein von großen geistigen Mitteln und zugleich ein Mann von furchtbarer Energie, ein Mann ausgestattet mit einer Willenskraft, die sich bis zur hartherzigsten Hartherzigkeit steigerte, so dass er selbst vor dem Schrecklichsten nicht zurückschreckte. Nicht minder aber auch ein Mann, der in ihren, der Jesuiten Grundsätzen erzogen, sich fortwährend von ihnen leiten ließ und ihren Eingebungen nie sein Ohr versagte. Nur wenn ein solcher Fürst den deutschen Kaiserthron bestieg
und sein schweres kaiserliches Schwert in die Waagschale der Katholiken warf, nur dann ließ ich mit Zuversicht hoffen, dass der Protestantismus in Deutschland trotz seiner immer noch großen numerischen Überzahl nicht nur das Übergewicht nicht gewinne, sondern im Gegenteil bis zur Vernichtung geschlagen werden könne. Nur dann, dies wussten die Söhne Loyolas gar wohl. Doch welch ein Glück für sie, dass es damals einen solchen Fürsten gab. Und welch ein noch größeres Glück für die Jesuiten, dass derselbe ein Erzherzog aus dem Hause Habsburg war, der ohnehin ein Anrecht auf den Kaiserthron hatte, nämlich eben jener Ferdinand von Innerösterreich, von welchem weiter oben schon weitläufiger die Rede gewesen ist. Er, dieser Ferdinand, musste das kaiserliche Zepter führen, wenn der zu beginnende große Glaubenskampf zum ebenso großen Glaubenssiege werden sollte. Und darum galt es jetzt vor allem, ihm dieses Zepter zu verschaffen. So gar leicht ging aber dies nicht, denn nach dem Hingang des Kaisers Rudolf II. Bestieg anno 1612 dessen Bruder Matthias den Kaiserthron. Und von ihm war männiglich bekannt, dass er aus verschiedenen Gründen von langer Zeit her schon einen tiefen Groll gegen Ferdinand hegte. Hätte, um von diesen verschiedenen Gründen nur einen einzigen anzuführen, hätte Ferdinand es doch vor Jahren schon gerne so weit gebracht, dass der kinderlose Kaiser Rudolf ihm, dem ferner stehenden Vetter, statt dem erbberechtigten Bruder Matthias die Kronen Böhmen und Ungarn übermache. Ein tiefer Groll war also vorhanden, und doch müsste eine unendliche Bevorzugung da sein, wenn der ebenfalls kinderlose Matthias den Vetter Ferdinand zum Erben einsetzte, denn es gab der Vetter noch mehrere, und darunter sogar einige, welche sich einer näheren Verwandtschaft rühmen konnten. Doch die Jesuiten hatten schon oft bewiesen, dass sie selbst Unmögliches oder wenigstens unmöglich Scheinendes möglich machen könnten, und sie bewiesen es auch diesmal wieder. Vor allem suchten sie die nächste Umgebung des Kaisers auf ihre Seite zu bringen, und zwar insbesondere die Feilenweiber, in deren Armen der Monarch zu schwelgen pflegte. Gewiss ein sehr unsauberer Kanal, um auf jemanden einzuwirken. Allein die frommen Väter selbst hätten nach dem noch einen schmutzigeren gegriffen, wenn sie ihr Vorteil erheischt haben würde. Den Buhlerinnen des Matthias wurde also auf alle Weise zugesetzt, heute durch Präsente, morgen durch Schmeicheleien, übermorgen durch eine leicht gemachte Absolution, übermorgen durch noch ein anderes Mittel, und so gelang es dem schlauen Patribus, einen nicht unbedeutenden Einfluss auf das Ohr des neuen Monarchen zu bekommen. Einen noch größeren erlangten sie, als auch der Bischof Melchior Klesel, der langjährige Vertraute des Matthias, den dieser gleich nach seiner Thronbesteigung zu seinem ersten Minister gemacht hatte, auf ihre Seite trat. Diesen Klesel, den Sohn eines lutherischen Bäckers in Wien, hatte dereinstens der Vater Georg Scherer, dessen ich weiter oben schon erwähnte, zum Katholizismus belehrt. Und ein von den Jesuiten Konvertierter konnte doch offenbar dem Orden Jesu nicht ungünstig sein. Als aber die frommen Väter dem inzwischen zum Premierminister vorgerückten Bäckersohne gar vollends versprachen, dass sie ihm zu dem längst ersehnten Kardinalshute, dem höchsten Ziele seiner Wünsche, verhelfen würden, wenn er sie in ihren Plänen wegen des Erzherzogs Ferdinand unterstützte, da sagte derselbe unbedingt zu, und wurde überhaupt ihr Freund durch dick und dünn. Auch hielten beide Teile ihr Versprechen redlich und ehrlich, das heißt, Klesel erhielt anno 1616 die Kardinalswürde und stimmte dafür den Matthias im jesuitischen Sinne um. Das bei weitem überwiegende Verdienst in dieser Sache erwarben sich jedoch die beiden Ordensmitglieder Peter Patzmann und Christoph Scheiner. Und sie waren es so recht eigentlich, welchen den Ferdinand zum Erben des Matthias machten. Patzmann nämlich, wie Klesel, der Sohn armer protestantischer Eltern, die anfangs in Groß-Wardein und dann in Grätz ihren Wohnsitz hatten,
wurde in seinem 17. Jahre anno 1787 von den Jesuiten zum Katholizismus bekehrt, studierte dann in Graz Theologie und promovierte wegen seiner ausgezeichneten Gaben schon sehr früh zum Professor an der dortigen Universität. Später trat er in die Dienste des Kardinalbischofs von Gran, Franz Forgatz, und hier zeichnete er sich so sehr aus, dass der hohe Prälat ihn sofort nicht nur zu seinem vertrautesten Rate machte, sondern ihn auch im Jahre 1615, als er sich dem Tode nahe fühlte, den ungarischen Magnaten zu seinem Nachfolger empfahl. Auf solches hin begehrten ihn die Magnaten vom Kaiser Matthias zum Erzbischof, und dieser, der ihm sehr wohlwollende, wäre genau hierzu bereit gewesen, wenn nur die Ordensgesetze den Mitgliedern der Gesellschaft Jesu nicht die Annahme hoher kirchlicher Würden verboten hätten. Naja, wir wissen ja heute inzwischen, dass sie sich da wenig drum scheren, sonst hätten sie ja nicht einen ihrer ihrer Provinzialen aus Südamerika zum Papst ernannt. Ne? Doch, da ließ sich ja leicht helfen, wenn Patzmann dem Anscheine nach aus dem Orden trat. Also, wir haben es hier mal mit einem Ex-Jesuiten zu tun, ja? Auch tat er dies wirklich. Und da er Antichrist Papst Paul V. seinen Konsens dazu gab, so stand seiner Ernennung zum Erzbischof nichts mehr im Wege. Als solcher aber kam er mit dem Kaiser Matthias in so viele persönliche Berührung, dass ihn dieser stets lieber gewann und bald gar kein Staatsgeschäft mehr ohne seine Beistimmung entschied. Namentlich zog er ihn auch wegen der Bestimmung seines Nachfolgers in der Regierung über die österreichischen Lande sowie in der Kaiserwürde zu Rate, indem seine beiden noch lebenden Brüder, Maximilian, Erzherzog von Tirol und Vorderösterreich, und Albert, Regent der spanischen Niederlande, wie er selbst alt, kränklich und kinderlos waren, und Patzmann riet ihm natürlich nichts anderes, als alle seine Kronen auf den Erzherzog von Steiermark zu vererben. Ja, nicht bloß den Rat gab er ihm, sondern er setzte ihm vielmehr mit seiner großen Beredsamkeit so sehr zu, dass Matthias endlich, obwohl nur ungern, zu Anfang des Jahres 1617 einwilligte, den Vetter Ferdinand noch bei Lebzeiten zum Universalerben einzusetzen. Doch wäre er schwerlich so schnell, und so vollständig ans Ziel gekommen, wenn ihm nicht sein Mitbruder, der Pater Scheiner, dort deutlich in die Hände gearbeitet hätte. Dieser nämlich, zu Anfang des 17. Jahrhunderts als Professor der Mathematik an der Universität Ingolstadt wirkend, wurde von dem Erzherzog Maximilian, dem Regenten Tirols und zugleich einem großen Dilettanten im Mathematizis, oft nach Innsbruck eingeladen und hatte sich bei demselben besonders dadurch in Gunst gesetzt, dass er ihm einmal im Jahre 1615 ein sehr wertvolles Fernrohr, welches durch Zufall beschädigt worden war, vollständig wiederherrichtete. Dann ruhte Maximilian nicht mehr, als Bescheiner seine Professur aufgab und als erzherzoglicher Beichtvater nach Innsbruck übersiedelte. In dieser Eigenschaft aber gewann derselbe einen solch außerordentlichen Einfluss über sein alterndes Beichtkind, dass dieses keinen anderen Willen mehr hatte als den seinigen. Kadavergehorsam, ne? Wieder mal ein wunderbares Beispiel dafür, über den langjährigen Einfluss, den Jesuiten auf Menschen ausüben und was das Resultat davon ist. Ja? In dieser Eigenschaft aber gewann derselbe einen solch außerordentlichen Einfluss über sein alterndes Beichtkind, dass dieses keinen anderen Willen mehr hatte als den seinigen. Somit ward dann noch im selbigen Jahr 1615 der Erzherzog überredet, in der hochwichtigen Reichsthronerbangelegenheit, welche den Jesuiten mehr als irgendetwas am Herzen lag, von freien Stücken einen Schritt nach vorwärts zu tun und nicht nur selbst auf die Erbnachfolge zu verzichten, sondern auch seinen Bruder Albert in den Niederlanden dazu zu bewegen, dazu zu bereden. Der Erzherzog willigte ein
und reiste sofort in Begleitung Scheiners nach Brüssel. Auch gelang es ihm daselbst, den Bruder zu dem gewünschten Schritt zu bringen und so nicht minder auch den König von Spanien, Philipp III., welcher als Enkel des Kaisers Maximilians II. Ebenfalls Ansprüche auf das österreichische Erbe hatte. Auch hier tauchen wir noch mal kurz in eine Fußnote ein, in der steht: Umsonst leistete übrigens Philipp III. Nicht Verzicht, sondern Ferdinand musste in einem geheimen Traktat versprechen, ihm nach seiner Kaiserkrönung Tirol, Vorderösterreich, Elsass und das Breisgau abzutreten. Dieses Versprechen wurde übrigens nie gehalten und Ferdinand hatte wohl von Anfang an nicht im Sinne, demselben getreu zu bleiben. Was ich mal ganz interessant finde, ist, wie man hier das Geschachere sieht, wie hier mit Gegenden geschachert wird und der eine das andere einfach so mal übernimmt. Heute ziehen sie ja auch willkürlich ihre Grenzen zu diesen Staaten, gerade wo wir jetzt eben mal den Elsass erwähnt haben. Elsass-Lothringen ist ja eine Gegend, die ständig zwischen Deutschland und Frankreich hin und her ausgetauscht war. Die einzigen Menschen, die einem da wirklich voll leid tun können, sind die Bewohner dieser Gegend. In diesem Fall hier in den vier hier genannten Gegenden, Tirol, Vorderösterreich, Elsass und Breisgau, dürfte das nicht viel anders sein. Ein einziges Hin- und Hergeschachere über die Menschen, die so gesagt sich anmaßen, Macht über sie zu haben. Und das alles nur, weil es eine zivile, eine temporäre, eine weltliche Macht gibt, die total unbiblisch ist. Ja? Die Bibel spricht zwar darüber, dass wir uns der weltlichen Ordnung unterstellen sollen, ja? In Römer 13, solange diese natürlich auch nach der Bibel ist und nicht antichristlich ist. Aber im Großen und Ganzen, im Königreich Christi, sind wir alle dieselben und da gibt es keine Macht über einen anderen. Von daher ist wirklicher Anarchismus, wenn er basiert auf der Bibel, das, was eigentlich das Christentum widerspiegelt. Nämlich die Abwesenheit einer Hierarchie, alle sind gleich, aber alle handeln auch nach demselben Gesetz. Und das ist das Gesetz Gottes. Naja, nun aber, fährt der Autor fort, nachdem alles dieses schriftlich abgemacht und besiegelt war, richtete er im Herbste 1616 seine Schritte nach Prag zu Bruder Matthias, dem regierenden Kaiser, um ihm Rechenschaft von seinem bisherigen Treiben zu geben, und letzterer konnte nun fast nicht mehr umhin, den überredenden Worten des Erzbischofs Patzmann sich zu fügen. Auf diese Art gelang es, den Kaiser Matthias zu bewegen, dass er sich den Erzherzog Ferdinand zum Nachfolger erwählte, und letzterer ward auch wirklich sowohl von den Deutschen, die Mehrzahl der Kurfürsten war ja katholisch, als auch von den Böhmen, Ungarn und so weiter als solcher anerkannt. Natürlich aber nur, nachdem derselbe das feierliche Versprechen gegeben, die Freiheiten und Rechte seiner künftigen Untertanen heilig zu halten, wie er denn namentlich auch den Böhmen vor seiner Krönung einen Eid ablegen musste, nie einen Buchstaben des sogenannten Rudolfinischen Majestätsbriefes, in welchem dem Lande die Religionsfreiheit garantiert wurde, zu ändern oder zu brechen. Doch was gilt ein Eidschwur bei einem Zögling der Jesuiten? Da muss ich ja jetzt nicht drauf kommentieren, die Antwort könnt ihr euch ja inzwischen selbst geben. Darum jubelten auch die frommen Väter laut auf, dass die Nachfolge ihres geliebten Ferdinand gesichert war. Darum schrien sie mit hellen Stimmen in die Welt hinein: Novus Rex, Nova Lex, das ist ein neuer Herrscher, ein neues Gesetz. Oder mit anderen Worten, ein frisch auf den Thron gekommener Fürst ist nicht gebunden an die verbrieften Rechte seiner Völker. Darum predigte einer der ihrigen den Pater Andreas Neubauer in Prag von der Kanzel herab. Zitat: Der böhmische Majestätsbrief sei der nachgedrungenen Erlaubnis von Bordellen in großen Städten gleichzuachten. Der böhmische Majestätsbrief sei der notgedrungenen Erlaubnis von Bordellen in großen Städten gleichzuachten.
Also, ein Majestätsbrief wird hier gleichgesetzt mit Hurenhäusern. Während andere Mitglieder der Gesellschaft Jesu ungescheut von der Verbannung und Güterkonfiskation, ja sogar von der Hinrichtung der Evangelischen in allen deutschen Landen als einer Notwendigkeit sprachen. Darum ward es nun aber auch jedem Denkenden klar, dass jetzt mit der Wahl Ferdinands, des großen Protestantenvertilgers in Innerösterreich, der furchtbare Kampf beginnen müsse, auf welchen die Söhne Loyolas schon so lange hingearbeitet hatten. Und er begann, dieser große Kampf, wie jedermann weiß, im Mai des Jahres 1618. Übrigens 400 Jahre zurück von heute. Ja, genau. Und keiner spricht drüber. Alle sprechen sie nur über die 70-jährige Errichten des Staates Israel, aber keiner spricht darüber, dass vor 400 Jahren der 30-jährige Krieg ausbrach. Und, Michael, zwar nicht im Mai, bisschen später im Jahr, aber vor 100 Jahren der Erste Weltkrieg zu Ende gegangen ist. Genau, ja. Und der Erste Weltkrieg war ja auch nur ein Teil des Zweiten Dreißigjährigen Krieges, der von 1914 bis 1945 ging. Ja? Und der endete ja dann im Mai 45. Also Mai ist schon irgendwie ein interessanter und wichtiger Monat. Ne? Mhm. Gründung des Illuminati-Ordens passierte am 1. Mai 1776. Der Dreißigjährige Krieg brach aus im Mai des Jahres 1618. Der Erste Weltkrieg wurde beendet im November 1918. Also irgendwie schon ganz interessant, so diese Zeiten hier mal so aufeinander hier zu sehen. Ja. Der 30-jährige Krieg, der erste 30-jährige Krieg, ja, weil der Autor hier wusste natürlich noch nicht von dem zweiten 30-jährigen Krieg, denn das Buch war ja 1866 geschrieben. Das ist ja noch knapp 50 Jahre vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Für ihn gab es nur diesen einen 30-jährigen Krieg, für uns gibt es bereits den zweiten und ich denke, wir sind mittlerweile im dritten auch schon drin, ohne es bemerkt zu haben. Der 30-jährige Krieg jedenfalls begann in Böhmen, und zwar infolge der fortwährenden planmäßigen Aufreizung der Evangelischen durch die Söhne Loyolas, weswegen auch die erste Regierungshandlung der Aufständigen darin bestand, dass sie die Jesuiten für ewige Zeiten aus Böhmen verbannten. Er begann noch unter dem Regiment des Kaisers Matthias, welcher bekanntlich erst im Jahre 1619 starb. Aber derselbe war damals schon so elend, krank und hinfällig, dass man ihn nicht nur noch als ein willenloses Werkzeug in den Händen seines Nachfolgers Ferdinand betrachten konnte und die ganze furchtbare Verantwortlichkeit für diesen 30-jährigen Brudermord ruht daher auf dem Kaiser Ferdinand II. Und seinen Erziehern, Lenkern und Busenfreunden, den Söhnen Loyolas. Hier kann ich doch eben nicht umhin, um mal kurz eine Frage zu stellen. Ich habe ja auch in der Schule, als ich damals zur Schule ging, gezwungenermaßen, in Geschichte auch über den 30-jährigen Krieg gelernt. Hat man euch irgendwann einmal beigebracht, dass der 30-jährige Krieg ein Religionskrieg war? Hat man euch irgendwie mal mit beigebracht, wie die Miliz der römisch-katholischen Kirche unter dem Pseudonym Gesellschaft Jesu dafür verantwortlich war, dass dieser Krieg gestiftet war? Hat man euch in der Schule damals beigebracht, dass im 30-jährigen Krieg mehr als ein Drittel der deutschen Bevölkerung vernichtet wurde, mit mehr als 12 Millionen Toten auf deutschem Boden in der Zeit? Hat man euch das damals beigebracht, die Zusammenhänge hier von dem Kaiser Ferdinand? Seit wann stellst du rhetorische Fragen? Naja, dass die Leute sich da mal irgendwann die Frage stellen und sagen von ja, wenn man mir das damals nicht erzählt hat, dass das alles wirklich so zusammenhängt, wie ja hier deutlich recherchiert in diesem Buch beschrieben ist, weshalb bin ich dann überhaupt in die Schule gegangen? Ja, man lernt da ja nur, dass halt die Staaten aus willkürlichen Grenzen zusammengesetzt sind und dass ein Staat gegen den anderen Staat oder eine Nation gegen die andere Nation Krieg führt, aber die Hintergründe selber, die sind ja gar nicht, werden ja gar nicht vermittelt. Es wird ja nur reine Fakten vermittelt.
Ja, Ja, dem stimme damit, ich vollkommen zu. Das damit ist, das kannst du ist. ja, damit kannst du ja nichts tun, außer auswendig lernen. Und du hast also auswendig gelernt, unheimlich viele Zahlen im Kopf. Du weißt von Christoph Kolumbus und so weiter und so fort. Aber im Endeffekt kannst du mit diesem Wissen nichts tun. Du kannst mit diesem Wissen keine Verbindungen knüpfen. Du kannst mit diesem Wissen einfach nicht schlauer werden. Du kannst mit diesem Wissen einfach nur, das Wissen kann abgefragt werden und dann ist es auch gut. Du kriegst eine gewisse Note und jeder hält dich für einen schlauen Kopf, aber du kannst mit diesem Wissen einfach dich nicht bilden. Du kannst da nichts mit anfangen. Nee. Nee. Stimmt. Das ist mir jetzt am Wochenende aufgefallen. Ich schaue ja kein Fernsehen mehr, aber die Bemerkung muss ich jetzt machen und ich habe nur überhaupt nichts gegen irgendeine Nation auf dieser Welt. Ja? Und die Menschen im Staat Israel sind genauso betrogen wie alle möglichen anderen auch. Aber ich verstehe nicht, wie bei einem, ich muss die Bemerkung jetzt mal machen, wie bei einem European Sound Contest, ja, Israel mitmacht, weil in meiner geografischen Bildung taucht Israel nicht in Europa auf. Die Frage habe ich mir schon vor 30 Jahren gestellt und inzwischen verfolge ich den European Song Contest nicht mehr. Nein, ich ja auch nicht, aber man wird halt, wenn man irgendein Portal aufmacht, kriegt man das direkt mit und ich denke, ach ja, die machen da mit, sind wir schon weit gekommen. Naja. Aber gut, das war jetzt off-topic. Naja, gar nicht mal so unbedingt. Also die Grenzen, die im sogenannten European Song Contest von Europa gezogen werden, sind andere als die wirklichen geografischen Grenzen. Also das ist ja schon ganz richtig, was du damit sagst. Warum gehört das dazu? Weil die EU, die Europäische Union von heute, das neu errichtete Heilige Römische Reich ist, des Antichristen, und da muss Israel natürlich dazugehören, ne? Eine ganz andere Frage, die man sich vielleicht mal stellen sollte, wenn man immer meint, so besonders schlau zu sein über dieses Thema, was du gerade angesprochen hast, ist vielleicht die Frage von, warum heißt der Staat da in Palästina errichtet überhaupt Israel? Warum heißt er nicht Judäa? Weil da lebt ja nur noch einer der Stämme. Israel waren 12 Stämme. Ja? Und Juda war einer der 12 Stämme. Warum okkupieren die den Namen Israel, wenn man da den Staat Judäa hätte errichten müssen, können, sollen, wenn überhaupt. Ja? Das ist doch weiter der Betrug, dass die Juden immer gleichgesetzt werden mit Israel. Das ist derselbe Betrug, wie dass Christen gleichgesetzt werden mit Katholizismus. Ja, das ist so eine ganz gefährliche Sache, ne? Ja, Das siehst du, wie tief der Betrug im Grunde geht? Ja, schau, wenn am Anfang das Wort ist, dann ist ja das Wort das, was der Teufel herumdreht. Ja, der dreht einem das Wort im Mund rum. Und im Endeffekt kann man durch Worte ja unheimlich viel Wissen auch ja, vernichten oder unbrauchbar machen, indem man den Menschen halt einfach eine falsche Begrifflichkeit vorsetzt und dann geht sein Gedanke, sein Geist in die falsche Richtung. Denn wenn ich hingehe und wenn ich jetzt jemanden einen Begriff sage, mit dem er etwas Bestimmtes assoziiert, dann kommt ja keiner auf die Idee, erstmal das Negativwachstum, ja, was ganz Kognitive Schlimmes ist. Dissonanz, Michael. Ja. Kognitive Dissonanz nennt man das. Und in den Büchern, die ich zu dem Thema Israel des Öfteren gelesen habe, von israelischen Historikern und nicht von irgendwelchen, ja, nur Schriftstellern, sondern wirklich von richtigen Historikern, da wird halt oft beschrieben, dass der Name oder der Staat Israel immer den Leuten so dargestellt oder der Staat Israel den Leuten so dargestellt worden wäre, als wenn die ein Recht auf dieses sogenannte Promised Land gehabt haben. Ein Geburtsrecht. Da beziehe ich mich jetzt auf den Historiker beispielsweise Shlomo Sand, der da Bücher geschrieben hat. Das heißt, die Errichtung des Staates Israel. Ich müsste jetzt selber googeln, aber Shlomo Sand war es jetzt gewesen. Das weiß ich ganz genau. Und das sind halt keine irgendwelche Leute, sondern es sind also wirkliche Historiker. Ja, ich muss mal eben schauen, wie es heißt. Naja gut, ich meine, das ist ja eine Diskussion, weißt du, da kommen wir jetzt ganz auf ein anderes Thema zu sprechen, Ja, wenn wir natürlich, aber. da jetzt uns rein vertiefen, weil da kann man ja sagen von, ja, das Land wurde ihnen versprochen, aufgrund, weil Gott das an Abraham und seine Nachfolger versprochen hat.
Ja gut, aber dafür hat das Volk Israel Gott auch versprochen, sein Gesetz zu Die Gebote halten. zu halten, genau. Und ja, Ja. sein Gesetz, die Gebote zu halten. Und was haben sie damit gemacht? Sie haben sich damit den Hinterlapp gefegt. Ja? Das habe ich noch heute mir gedacht, also wenn ich ein Volk bin, was die symbolischen 40 Jahre in der Wüste hinter einer Feuersäule hergeht, ja, wie dann da der Abfall kommen kann, das ist für mich, für meinen kleinen Geist nicht Naja, nachvollziehbar. die Leute, die in 40 Jahre in der Wüste rumgeirrt sind, oder die aus Ägypten mit rausgekommen sind, viele davon haben ja das gelobte Land gar nicht gesehen. Wie zum Beispiel Moses auch, dem ja verboten wurde, das gelobte Land zu betreten. Das waren ja bereits nachkommende Generationen, ja? Im Laufe der 40 Jahre wurden ja viele geboren und in den 40 Jahren, wo die durch die Wüste gezogen sind, haben sie sich ja auch vermehrt. Ja? Sie sind ja nicht weniger geworden, sind ja viel mehr geworden, aber trotzdem natürlich viele Alte auch gestorben. Aber das ist Nichtsdestotrotz, jetzt echt off topic, ne? als ihnen das Land versprochen wurde, da war es ein Volk, das gelobt hat, sich an die Gesetze des Herrn zu halten. Und sobald sie in das Land reinkamen, da musst du mal in das Buch, ich glaube Joshua ist das, ne? Das ist das erste Buch hinter den Büchern Mose, wo sie dann in das Land Kanaan eingehen. Gleich beim allerersten Einfall ist einer derjenigen, der reingegangen ist, hat gleich eine Statue von den Kanaanitern mitgenommen, hat sie unter seinem Rocke verborgen, anstatt sie zu vernichten. Hat also Joshua. gleich dem Herrn nicht mehr gehorcht. Ja? Der Abfall war da von Anfang an mit drin. Ich meine, wenn wir dahin zurückgehen, auf die Sachen, die du jetzt gerade von dem Shlomo Santa nennst, nach dem Motto von, ja, sie hätten das Recht, weil ihnen das Land ja mal irgendwann versprochen wurde, alles drum und dran. Ja, Nein, weißt nein, du. er nennt das nur die sogenannte Legitimation, die dem Volk dann dazu verkauft wird. Ja. Er sagt ja nicht, dass das Volk diese Meinung hätte, sondern er sagt, dass es halt einfach so quasi verpackt wurde und dass halt die entsprechenden Hardliner halt diese Meinung vertreten. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass man sagen könnte, dass das Volk beansprucht das jetzt, sondern es ist so, dass halt da die Legitimation dahergeholt wird und den Menschen das so verkauft wird. Zur Zeit des Dritten Reiches, als der Zionismus auf seinem höchsten Moment war, weil das Ziel dieses Erreichen eines Bauens eines Staates Israels erreicht werden musste, da gab es Tausende, wenn nicht Hunderttausende von Juden hier in Europa, die gesagt haben, wir gehen da nach Palästina nur hin, wenn die Hand Gottes uns dahin führt, wie die Hand Gottes uns damals aus der ägyptischen Gefangenschaft rausgeführt hat. Und genau diese Juden galt es zu vernichten. Dieser Widerstand, der musste gebrochen werden, dass die Zionisten ihren Job machen konnten. Und das haben sie getan. Und es ist nicht, weil sie vor 3000 Jahren das Land mal besetzen durften oder vor 3.500 Jahren, das ist ja irgendwie fast so lange her, knapp etwas über 1000 Jahre vor Christus fing das ja, glaube ich, an, als sie da das Land besetzt hatten in der Zeitrechnung, also heutzutage knapp 3000 Jahre her. Ist ja nicht, weil sie damals das Land versprochen bekommen hatten unter bestimmten Voraussetzungen, dass sie es heute immer noch gilt, weil sie haben ja die Voraussetzungen gar nicht erfüllt. Und außerdem leben wir nicht mehr in Zeiten des alten Kontrakts, also des alten Vertrages, des alten Testaments, sondern wir leben in Zeiten des Neuen Testaments. Und im Neuen Testament ist weder den Juden noch irgendeinem anderen Volk irgendein Stück auf dieser Erde jemals irgendwie auf irgendeine Art und Weise versprochen worden. Ja? Ja, schon, aber das Ja, ist also wenn ich jetzt. zurückgehe auf diese Shlomo Sand, was du jetzt auch immer gerade genannt hast, wenn ich diese Diskussion angehen will, dann gehe ich, dann verleugne ich den neuen Vertrag. Dann Ja, leugne natürlich, ich das das ist ja. Neue Testament. Ja, sie leugnen ja auch Jesus als Sohn Naja, Gottes. okay, ja, dann, Natürlich. ja, aber dann bewege ich mich doch auf einer Ebene, die überhaupt nicht mehr mit der Bibel vereinbar ist. Das ist klar. Und wenn ich Das mich ist. auf einer Ebene bewege, die nicht mehr mit der Bibel vereinbar ist, dann ist es für mich als Christ absolut unmöglich. Ja? Also kann Ja, ich an so einer. es geht ja für den Historiker Shlomo Sand, der übrigens Professor an der Universität Tel Aviv war von 2002 bis 2014. Es geht ihm einfach darum, zu erklären, woher dieser Mythos kommt. Ja, es geht jetzt nicht ihm darum, den jetzt in irgendeiner Art und Weise jetzt zu rechtfertigen, ne? Sondern es geht ihm, das ist wirklich ein sehr, sehr kritisches Buch. Das heißt, die Erfindung des jüdischen Volkes.
ja, ist Israels Gründungsmythos auf dem Prüfstand. Also da erkennst du am Titel schon, dass es kein leichtes Buch ist. Nee, ganz sicher nicht. Und ich will auch gar nicht abstreiten, dass der Autor in wahrscheinlich einigen seiner Punkte irgendwo recht hat. Er versucht den Leuten das halt nur irgendwie zu erklären. Nur das versuche ich ja auch gerade. Wenn man sich auf welche Art und Weise auch immer beruft auf das Alte Testament, dann heißt das mit anderen Worten, dass man das Neue Testament nicht akzeptiert. Wenn ich das Neue Testament nicht akzeptiere, dann akzeptiere ich Jesus Christus nicht und dann akzeptiere ich schlussendlich auch nicht das Alte Testament, sondern dann biege ich es mir so, wie ich es gerne möchte. Und das ist ja das Problem, Michael, in der Zeit, in der wir heutzutage leben, dass die Menschen sich die Bibel so hinbiegen, wie sie ihnen gefällt und nicht so, wie sie wirklich gemeint ist. Ja, aber da sind doch die sage ich jetzt mal, viele Menschen in Israel Umgebung dann ja auch die Betrogenen, weil sie ja durch diesen talmudischen Fluch eben Jesus nicht erkannt haben. Natürlich sind sie betrogen, das ist ja überhaupt gar keine Frage. Die Leute in Israel sind betrogen, die Leute in den umliegenden Staaten von Israel sind betrogen, die ganze Welt ist betrogen. Offenbarung 17, Verse 2 und 3 spricht er ja ganz deutlich von und sagt, die Könige dieser Welt haben Unzucht mit ihr betrieben und dass die Völker dieser Welt sind betrunken worden von dem Wein ihrer Unzucht. Steht da ja ganz deutlich drin. Also wir kommen immer wieder zurück auf die Bibel, glücklicherweise. Ja? Ja. Da steht nämlich die einzige wirkliche Wahrheit drin. Nicht in den Büchern von Shlomo Sand und nicht in den Büchern von Barry Chalmers und nicht in den Büchern von Theodor Griesinger. So ein Buch wie das, was wir hier jetzt gerade lesen, kann uns nur helfen zum Verständnis der Geschichte, die in der Bibel bereits vorher geschrieben wurde, bevor sie überhaupt stattgefunden hat. Weil eine biblische Prophezeiung ist nichts anderes als Geschichte, die im Voraus geschrieben ist. Wir haben heute, in 2018, leben wir in der glücklichen Position, dass wir auf die meiste dieser Geschichte zurückblicken können und die Erfüllung all dieser Prophezeiungen in der Vergangenheit erkennen können und darum eigentlich einen noch festeren Glauben in die Bibel und das Wort Gottes haben sollten als jede andere Generation, weil wir sehen, wie sich alles, was in der Bibel prophezeit wurde, erfüllt hat, in dieser Zeit zurückgehend. Ja? Sagen wir mal, den Vorteil und die Gnade, die wir haben als Christen, ist ja diejenige, dass wir das Neue Testament haben und Jesus Christus erkennen können und in Jesus Christus leben dürfen. Ja. Das heißt, wir haben ja eigentlich den Vorteil, dass wir halt die ganze Wahrheit in Anführungsstrichen kennen, die wir natürlich als Mensch gar nicht erfassen können, aber einfach den größten Ausschnitt bekommen und daraus hin resultiert doch eigentlich auch die Pflicht, dieses Wissen weiterzugeben. Absolut. Und deswegen machen wir ja auch solche Videos wie dieses hier, um den Leuten eben diese Wahrheit eben auch weiterzugeben und deutlich zu machen. Und deutlich zu machen, wo es wirklich drum geht. Ja. Gut, mal eben schauen, wie weit sind wir denn in unserem Video hier jetzt schon? 52 Minuten, dann können wir ja noch eben noch ein kleines bisschen weiterlesen in dem Buch. Aber ich fand das doch eben gerade eben mal interessant hier, dass wir hier drauf zurückgehen auf den interessanten Beitrag zum Entstehen des 30-jährigen Krieges, wo wir dann nochmal hier in diesem letzten Satz eben lesen. Die ganze furchtbare Verantwortlichkeit für diesen 30-jährigen Brudermord ruht daher auf dem Kaiser Ferdinand II. Und seinen Erziehern, seinen Lenkern und Busenfreunden, den Söhnen Loyolas. Doch soll ich nun alle die grässlichen Szenen dieses grimmigen Kampfes vor den Augen des Lesers Revue passieren lassen? Dies wäre eine Abschweifung von dem eigentlichen Zweck dieses Buches. Und es dürfte genügen, mit wenigen Worten auf den Einfluss, welchen die Jesuiten auf den Gang des Kampfes ausübten, aufmerksam zu machen. Vor allem muss konstatiert werden, dass Ferdinand II. Im ersten Jahr des Krieges, weil sich fast alle seine Erbstaaten, insbesondere Mähren, Schlesien, Ungarn und sogar Nieder- und Oberösterreich an dem böhmischen Aufstand beteiligten, nahe daran waren, der von ihm hervorgerufenen Rebellion zu erliegen und dass er sich deshalb hinter dem Rücken der Jesuiten durch einen außerordentlichen Gesandten, den Grafen Maximilian von Trautmannsdorf, anno 1619 mit der Bitte, unter Gewährung von Religionsfreiheit Frieden schließen zu dürfen, an den Papst wandte. Wie aber die Söhne Loyolas hinter dieses Geheimnis kamen, so schickten sie augenblicklich Botschaft an ihren General Ruzius Miticelli, bei Paul V. dahin zu wirken, dass er, was auch nachher wirklich geschah, die Bitte des Kaisers abschläglich beantwortete
und zugleich musste der damalige kaiserliche Beichtvater, der Pater Johann Weingartner, seinen hohen Beichtkinde die Hölle über diese beabsichtigte Freveltat so heiß machen, dass Ferdinand von seinem Vorhaben wieder abstand. Ihr Wert war es also, dass der Krieg nicht in seinem ersten Beginne wieder erstickt wurde, denn sie wollten ja einen Vernichtungskampf, und überdem konnten sie denn einen Frieden mit Ländern gestatten, deren rebellische Regierung das Gesetz erließ, dass kein Jesuit sich je mehr bei Todesstrafe innerhalb der Grenzen blicken lassen dürfe. So taten nämlich außer den Böhmen auch die Ungarn, die Mähren, die Schlesier und die Ober- und Niederösterreicher, und sie taten es zugleich mit einer öffentlichen Ansprache an die Welt, weil dieselbe alle schlimmen Eigenschaften und Handlungen des Ordens Jesu schonungslos aufdeckte, die Jesuiten im höchsten Grade erbittern musste. Hier lesen wir in einer Fußnote: In dieser Ansprache heißt es unter anderem, Zitat: Wir haben gefunden, dass die Urheber all dieses Unheils obgedachte Jesuiten sind. Obgedachte ist richtig, ja? Richtiges Wort hier? Ja, wenn du nicht antwortest, gehe ich davon aus, dass es obgedachte ist. Aber ja, ich kann jetzt auch da nichts anderes aus erkennen, ja. Nee, ich verstehe das Wort noch nicht, obgedachte. Ja. Nee. Also, wir haben gefunden, dass die Urheber all dieses Unheils obgedachte Jesuiten seien, die sich allein dahin verwenden, wie sie den römischen Stuhl befestigen und alle Königreiche und Länder unter ihre Macht und Gewalt bringen mögen. In solchem Zwecke aber verdienen sie sich der unerlaubtesten Mittel. Sie hetzen die Obrigkeiten gegen die Untertanen und sie hetzen die Untertanen gegen die Obrigkeiten auf. Sie bewaffnen Freunde gegen Freunde und stiften überall Zwietracht, Aufruhr und Empörung. Sie maßen sich allenthalben das politische Regiment an und führten die Lehre ein, dass man denjenigen, so nicht katholischer Religion sind, weder treu noch Glauben schuldig wäre. Und so weiter. Und so weiter. Das ist ein wunderbares Zitat, das sollte man sich mal einrahmen und übers Bett hängen und jeden Morgen beim Aufstehen lesen müssen. Wie hier die Jesuiten in dem Buch Die Jesuiten, aus dem das hier stammt, das sieht man ja aus der kleinen Fußnote hier unten drunter, Jesuiten Band 1 ist das wohl, wo das drin steht, wie hier die Jesuiten noch öffentlich angeprangert wurden. Das erinnert mich wieder an die Aussage, die ich mal gelesen hatte. Ich glaube, das war von Voltaire, der ja selbst Jesuiten geschult war. Der sagte, dass im 16. und im 17. Jahrhundert es mehr als 6000 Bücher gab gegen die Jesuiten und die die Wirkung und Arbeit der Jesuiten komplett aufgedeckt haben. Wie viel von diesen Büchern haben wir heute noch? Das Buch von Griesinger, meine lieben Zuhörer und Zuschauer, ist eins davon, das noch ganz deutlich das reflektiert, dass wir hier das einmal in dieser Deutlichkeit lesen dürfen. In dieser Ansprache heißt es, wir haben gefunden, dass die Urheber all dieses Unheils die obgedachten Jesuiten seien, die sich allein dahin verwenden, also nur dazu existieren, wie sie den römischen Stuhl befestigen und alle Königreiche und Länder unter ihre Macht, nicht mal die Macht des Papstes, nein, unter ihre Macht und ihre Gewalt bringen mögen. Zu solchem Zweck aber bedienen sie sich der unerlaubtesten Mittel, weil der Zweck heiligt die Mittel. Sie hetzen die Obrigkeiten gegen die Untertanen und die Untertanen gegen die Obrigkeit auf. Machen sie denn heute im 21. Jahrhundert in Deutschland und in anderen Ländern der Europäischen Union und der Welt nichts anderes? Nee, was, das ist ja... Was passiert denn im Augenblick in den Vereinigten Staaten von Amerika? Ja, das ist doch genau dasselbe. Sie hetzen da die Obrigkeiten gegen die Untertanen und die Untertanen gegen die Obrigkeiten auf. Sie bewaffnen Freunde gegen Freunde, genauso wie es in ihrem Eid steht, und stiften überall Zwietracht, Aufruhr und Empörung. Sie maßen sich allenthalben das politische Regiment an und führten die Lehre ein, dass man denjenigen, so nicht katholische Religion sind, weder treu noch Glauben schuldig wäre. Aber bitte, Michael, du wolltest eine Bemerkung machen.
Ja, das ist dieser Satz, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Ne? Und gleichzeitig auch dieses römische Dogma, dividet impera. Also man sät halt immer Zwietracht, denn die Leute sind dann mit sich selber beschäftigt und sehen eigentlich nicht den Akteur im Hintergrund. Das kann man ja nicht oft genug betonen. Nee, das erinnert mich auch immer wieder an diesen einen Satz, den ich in dem Buch gelesen hatte, An Understandable History of the Bible von Samuel C. Gibb, wo darin steht, dass die römisch-katholische Kirche im Grunde der Buddy ist, die Person ist, die da steht, die Mäntel trägt und die sagt, du und er, ihr kämpft gegeneinander und ich halte den Mantel. Mhm. Ja, ich denke auch, das kam ja, glaube ich, aus der Geschichte heraus, dass das Römische Reich so expandiert ist, dass man halt einfach nicht in jeder Garnison und Kreisstadt da jetzt Soldaten halten konnte und man musste die Leute halt einfach sich selber überlassen und sich selber irgendwo beschäftigen, damit man dann halt sagen konnte, ja gut, guck mal hier, ihr habt so viel Stress und Zwist und so weiter, wir sind die Staatsmacht, wir schreiten da ein und wir sorgen hier für Recht und Ordnung, weil ihr das ja auch nicht auf die Kette bekommt und oft gleichzeitig hat man halt einfach den Vorteil, man braucht gar nicht so viele Soldaten, gar nicht so viel Infrastruktur, weil die Leute ja mit ihren eigenen Problemen den ganzen Tag beschäftigt sind, ohne zu merken, dass diese Probleme künstlich erzeugt werden. Tja, da hat sich nichts viel 21. Jahrhundert, wo wir heute leben, nicht viel gerade geändert. Nee. Wenn die Leute sich dann über Fußballvereine streiten, in deren Mannschaften keiner mehr aus der eigentlichen Stadt spielt. Ja, also da ja, okay. Fußball, noch ein ganz anderes Thema. War ja nur ein einfaches Beispiel. Ja, ist ja richtig, ist ja auch in Ordnung. Aber ich hab ein gutes Schlusswort. Also ich denke, wir sind da jetzt eh schon über eine Stunde dran, glaube ich. Ne? Ja, das ist ein guter Moment zu stoppen. Vor allem, wir können hier auch nachher wieder richtig tief in das Thema des 30-jährigen Krieges und das Tun und Untun der Jesuiten gut einsteigen an dieser Stelle. Also wenn du noch eine abschließende Bemerkung hast, dann höre ich sie gerne. Ja, mir ist da eben ein großes Licht aufgegangen. Auch ein kleines Licht hat mal einen großen Idee. Und zwar hattest du dich in einer der letzten Lesungen mal quasi beschwert, dass dass Luther speziell und die Reformation allgemein nicht weit genug gegangen ist. Der Sabbat wurde da nicht angeprangert, weswegen ja die Protestanten dann als reine Protester abgekanzelt wurden im Konzil von Trient. So, und da ist mir eben der Gedanke gekommen, Moment, halt, stopp, ist doch alles richtig gewesen, denn hätten die jetzt genauer protestiert und noch mehr Sachen da jetzt angeprangert, dann wäre doch, dann wäre es zwar genauer gewesen, aber erstens muss man denen ja zugutehalten, dass die überhaupt diese Sachen im Angesicht des Todes auf sich genommen haben, aber mal rein vom Menschlichen mal abgesehen, hätten sie es komplett gemacht, hätte sich doch die Prophezeiung, dass die Wunde heilt, doch gar nicht erfüllt aus Offenbarung 13,3. Das ist der Gedanke, der mir eben gekommen ist. Es hätte doch gar nicht so, wenn ich jetzt mal weiterdenke, gar nicht, steht da ja geschrieben, und ich sah seiner Häupter eins, als wäre es tödlich wund, und seine tödliche Wunde ward heil. Ja, dann hätte doch... Wenn die Reformation tatsächlich der absolute Kickstart gewesen wäre, dass man jetzt sagen könnte, die Initialzündung und danach ist dann alles Ruhe und Frieden, dann wäre es doch nicht die Wunde gewesen, die wieder heilt. Und der zweite Gedanke, den ich dazu gehabt habe, ist, vielleicht ist die Reformation einfach auch nochmal eine weitere Gnade, dass halt gesagt worden ist, gut, wir geben den Schäfchen jetzt das wahre Wort Gottes und diejenigen, die dem Lamm quasi folgen wollen, die haben dann nochmal die große Chance, die sie ja bis dato nicht hatten im finsteren Mittelalter, weil sie das Wort nicht kannten und das Wort ihnen vorenthalten war. Aber nun hat ja eigentlich kein Schaf mehr die Entschuldigung, dem nicht zu folgen, weil das Wort ja überall liegt. Auch wenn es mittlerweile wieder verfälscht worden ist. Aber man hat ja heutzutage die Chance, da dran zu kommen, im Gegensatz zu den Leuten im finsteren Mittelalter. Und aus den genannten Gründen finde ich es eigentlich nur sinnig, dass eben die Reformation in Anführungsstrichen nicht komplett durchgegangen ist, sondern dass die Wunde da geheilt ist.
Also erstens mal ist die Reformation nicht daran gescheitert, dass sie den Samstag, den Sabbat nicht auch noch als Lehre vertreten hat, sondern die Reformation ist schon mal daran gescheitert, dass es so viele verschiedene Glaubensrichtungen gab, neben den Lutheranen, die Calvinisten, wo wir auch drüber gesprochen hatten, wie die Lutheranen und die Calvinisten sich gegenseitig bekämpft haben, dass obwohl die Menschen, die aus der Reformation hervorgekommen sind, sagen, dass sie der Bibel und der Bibel alleine folgen, dass sie das eben nur sagen, aber eben nicht tun. Das hat der Erzbischof von Reggio dann zum Anlass genommen in der 17. Sitzung des Konzils von Trient und gesagt, ihr sagt, dass ihr der Bibel und der Bibel alleine folgt, aber wenn es um die Sabbatfrage geht, dann folgt ihr der Lehre der römisch-katholischen Kirche und daher seid ihr nicht treu an euer Wort und daher seid ihr nur Rebellen und keine Reformatoren. Also das schon mal zum einen. Zum anderen natürlich, dass die Reformation von vornherein zum Scheitern verurteilt war, ist doch logisch, weil es eine kleine Grassroots-Bewegung ist, die sich niemals gegen die ganze heidnische Welt durchsetzen kann. Die Bibel wäre ja auch ganz anders ausgegangen, wenn die Reformation wirklich das erreicht hätte, was sie hätte erreichen können. Ja. Ja. Das Problem ist aber auch, dass viele Leute, die meinen, dass sie der Bibel angehören und dass sie der Bibel folgen, dass die auch den Wunsch haben, das Königreich unseres Herrn hier auf dieser Erde zu errichten. Jesus Christus hat aber damals deutlich gesagt, mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Und dann gehen wir ja in die Dominion Theology rein, wie das im Englischen so schön heißt. Also das ist dann die Domäntheologie, also mit anderen Worten die Errichtung eines Gottesreiches hier auf Erden. Das ist ja das Ziel des Katholizismus. Ja? Der Katholizismus errichtet ja sein Königreich, also der Satan errichtet sein Königreich hier auf Erden mit seinem Stellvertreter an seiner Stelle. Das ist der Papst. Wir wirkliche Christen sind aber nicht von dieser Welt. Wir leben in dieser Welt, wir sind aber nicht von dieser Welt. Also das Thema, was du da angeschnitten hast, das ist viel tiefer, als dass man das eben abschließend in ein paar Minuten zu einem solchen Video besprechen kann. Das mit der Wunde hast du natürlich auch recht und auf der anderen Seite steht in der Bibel auch geschrieben, dass die 1260 Jahre des Regententums des Antichristen für die Auserwählten, im Englischen heißt es for the sake, also wie nennt man das im Deutschen, Für die Rettung. für die Errettung der Auserwählten verkürzt wird. Diese Zeit wird verkürzt. Weil wenn wir davon ausgehen, dass die Zeit des Antichristen von 606 bis 1866 war, aber die Reformation 1517 bereits angefangen hat, dann ist das ja eine Verkürzung von knapp 300 Jahren, ja, die ja auch biblisch prophezeit wurde. Und die eben, da eben der Herr da mit seiner Gnade für sorgt, dass viele Leute, die sonst verloren wären, eben errettet werden konnten. Und zwar diejenigen, die damals nicht nur die Reformation ausgelöst haben, sondern auch die sich der Reformation angeschlossen haben und die begriffen haben, dass die Reformation oder die Gründung des Protestantismus im Grunde nichts anderes ist als das Zurückkehren zu wahrer biblischer Lehre. Zur wahren biblisch-apostolischen Lehre. Ja, die römisch-katholische Kirche behauptet von sich ja auch, das apostolische Evangelium zu vertreten, aber das tut's nicht. Aber das wahre apostolische Evangelium ist das, was im Buch der Apostelgeschichte beschrieben steht und was die wahren Apostel, die Nachfolger Jesu Christi gemacht haben. Was passiert ist in den anderen 3,5 Jahren der 70. Jahrwoche von Daniel, um da mal eben drauf zurückzukommen. Die 70. Jahrwoche von Daniel wurde von Jesus Christus mit 3,5 Jahren erfüllt, in der er leiblich hier auf dieser Welt gewandelt hat, bis er an das Kreuz ging, starb, wieder auferstand und zum Vater im Himmel aufgefahren ist. Aber damit war die 70. Woche noch nicht vorbei. Die 70. Woche wurde dann 3,5 Jahre weitergeführt von den Aposteln, über die der Heilige Geist kam und die dafür gesorgt haben, dass sie das Evangelium Jesu Christi in Judäa und an die Juden weitererzählt haben. Und erst als die es komplett von sich weiter abgewiesen haben, wurde Saulus zum Paulus bekehrt und danach erst hat er sich auf die Reisen gemacht und hat das Evangelium in die Welt hinausgetragen zu den Heiden. Ja? Also ein ganz wichtiger Punkt. Wenn man das Buch der Apostelgeschichte sieht, das ist der wahre apostolische Glauben. Die Lehren, die Paulus dann in seinen Reisen in die heidnischen Länder vertreten hat, nach Thessalonika, nach Korinthien, nach Rom, zu den Ephesern, überall, wo er gewesen ist, bei den Galatern und so weiter und so weiter, wo er das hingetragen hat, das ist eine weitere Erfüllung
der, nicht nur der 70. Jahrwoche, eine Abschließung der 70. Jahrwoche und dann die Erfüllung dessen, wo Jesus Christus gefordert hat, geht hinaus in alle Welt und verkündet das Evangelium an jede Kreatur. Und da sehen wir schon, dass was da gepredigt wird, dass noch das reine, die reine, pure Lehre war, zu der hätte man damals zurückkehren müssen. Aber auch in der Reformation war das nicht diese reine Lehre, zu der man zurückgekehrt ist, sondern sie war vermischt mit katholischem Brot. Ich sage jetzt mal mit katholischer Hefe. Ja? Wie man so schön sagt, ein fauler Apfel verdirbt den ganzen Korb. Ich lese gerade die schmalkaldischen Artikel. Ich muss das Video noch machen von dem vierten Teil da drin. Und in dem vierten Teil geht es um, wenn ich vorne in der Inhaltsangabe mal eben schaue, die Artikel über die Buße, das Evangelium, die Taufe, die Kindertaufe, das Altarsakrament, ja, die Schlüssel, die Beichte, der Bann, die Weihe und Berufung. Da geht es allemal über Dinge, die in der römisch-katholischen Kirche behandelt werden, womit wir als wirklich bibelgläubige Christen überhaupt nichts zu tun haben. Und selbst das hat Martin Luther nicht erkannt. Das muss man auch mal eben ganz deutlich so sagen. Also die Reformation ist auch nicht das Gelbe vom Ei. Aber die Reformation hat dafür gesorgt, und das ist der wichtige Punkt, mit dem wir vielleicht diese Diskussion abschließen sollten. Ja, die hat dafür gesorgt, dass das Wort Gottes in der Sprache eines jeden Menschen verständlich verteilt wird. Nur, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, Michael, den darfst du auch niemals vergessen, der Mensch von sich aus sucht nicht Gott. Dem kannst du 1000 Bibeln vor die Füße schmeißen, er wird sie noch nicht annehmen und er wird sie noch nicht lesen und er wird sie noch nicht glauben. Der Mensch sucht nicht Gott, sondern es ist Gott, der den Menschen sucht und auserwählt. Und in der Gnade leben wir. Und dafür sollten wir täglich auf die Knie fallen und unserem Herrn dafür danken, dass er uns mit seiner Gnade gesegnet hat und rechtschaffen macht durch seine Gnade und dass wir den Glauben haben durch ihn an ihn. Das ist ein wichtiger Punkt. Ja, und damit möchte ich dann auch das für heute abschließen. Hast du noch einen Kommentar zum Abschluss? Oder? Nee, das war so toll, ich sag nichts mehr. Gut. Okay, dann hoffe ich, dass ihr das auch toll fandet, dass es euch gefallen hat, auch die Studien. Wie gesagt, dass wir hier zum 30-jährigen Krieg uns angeschlichen haben und jetzt langsam anfangen, in den 30-jährigen Krieg einzutauchen, was wahrscheinlich nur mehr oder weniger oberflächlich passiert, was auch kein Problem ist. Aber wir haben aufgrund dieser Lesung die Hintergründe des 30-jährigen Krieges auf einmal auf eine Art und Weise erklärt bekommen, wie ich sie sonst noch nirgendwo erklärt bekommen habe. Und wir verstehen, dass auch dieser 30-jährige Krieg hauptsächlich eins war. Ein Religionskrieg, ein Kreuzzug. Ein Kreuzzug des Antichristen und seiner Militia, also seiner Militärmacht, dem Orden der Jesuiten, gegen den einzigen wahren existierenden, zu der Zeit protestantisch genannten Glauben, nämlich den Glauben in die Bibel und die Bibel alleine. Und dazu möchte ich, und Michael in meinen Worten ganz sicher unterstützt das auch, dazu möchte ich jeden aufrufen, nimm deine Bibel. Am liebsten im Deutschen die Schlachter 2000 oder die Luther 1534 oder 45, je nachdem, welche du festkriegen kannst. Und um ganz sicher zu sein, wenn du Englisch kannst, nimm die 1611 autorisierte Version der König James Bibel und studiere diese täglich und zeige dich darin der Ehre, die Gott dir gibt, dankbar, dass du dieses Wort in den Händen halten kannst und dass du diese Bedienungsanleitung für dein Leben verstehen kannst und studiere darin täglich und sorge dafür, dass du das Wort für dich selbst vereinnahmst und begreifst. Danke fürs Zuhören und Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Maranatha. Die 10 Gebote unseres Herrn in einer Kurzversion. Keine anderen Götter hab neben mir, vor keiner Statue beuge dich hier. Missbrauche nicht Gottes heiligen Namen, den Sabbat halte nicht wie die Profanen. Gib Vater und Mutter die Ehre und Mord von deinen Händen wehre. Von Unzucht halt dich fern und rein und stiehl nicht, was dem anderen sein. Zum Lügen lass dich nicht verleiten, deines Nachbarn eigen sollst du meiden.